Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Me and the Counter Life 2 Projekt. Jo, wir sind da gerade mit Heribert Ludwig am Dreschen und der Herr Ludwig wird dann, oder der Heribert, jetzt haben wir gesagt, wir tut's bei uns, wird jetzt dann beim Herrn Müller anrufen. Jo, ich werde mich dann dabei einmal schon mit dem Drescher an die Arbeit machen. Und dann können wir loslegen. So. Jo, ich hoffe, es hat euch die letzte Folge gefallen. Und ja, jetzt machen wir da eben weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Der rollt ein bisschen. Bauen wir kurz ein bisschen da im Weg, aber es geht schon. Jo, das mit die minus 800 am Konto, da müssen wir noch kurz was regeln. Da hat der Klaas Drescher schon einiges zu tun. Ich komme da nicht auf. Was soll denn das? Hallo? Muss ich gleich mal mit den Herrn Kollegen aufmachen. Oder was wir da machen könnten. Herr Kleinert! Ja? Hey, moin! Ich hab mal beim Herrn Müller durchgerufen. Ich begebe mich jetzt gleich zum Hof und dann wegen dem Rasen. Jo, gut, damit du da bist. Und zwar, der Herr Kollege da, der Klaas Mega, kommt da den Hang nicht rauf. Das ist jetzt natürlich sehr kritisch. Ich hab schon Sperren und Allrad alles drin. Ich fahre vielleicht auf der anderen Seite hoch und hier wieder runter, weil hier ist das besonders schön. Ja, das werde ich machen. Ja, wenn es auch nicht geht, dann, naja, müssen wir mal in die Werkstatt ein bisschen pimpen, ne? Ja, passt, dann melde ich mich, wenn ich fertig bin und du fährst jetzt zum Anton oder zum Herrn Müller. Tschö. Passt, ciao. Jo, dann machen wir da mal weiter. Und beschäftige mich immer da mit den Ernten. Ich glaube, der Herr Kollege braucht einmal ein Tuning-Update.
Und dann hören wir mal weiter. Da. Ludwig hat da vorhin schon den Drescher oder den Hänger hergestellt zum Abdanken. Und da passt das. Da muss ich nochmal mit dem Ludwig drüber reden. Ich glaube, der Drescher braucht wirklich ein Software-Update oder einmal Hardware-Update. Mal leisten. So. Ich weiß zwar nicht, wer da mitten im unserem Set. Und ja, dann schauen wir mal. So, dann. Ja, Herr Kollege, da ist 3 Stunden. Auf dem Tacho und ja, der ist hier dort. Der ist einfach für das Gelände, glaube ich, nicht rausgekommen. Oder für das Terrain, wie man sagt, schön. Ist das nicht ausgelegt und dann müssen wir nochmal über das Update oder das Upgrade vom Drescher reden. Oder vielleicht kann der Händler dann noch ein bisschen an der Leistung was ändern. So, ob jetzt geht der nicht schnell. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr von den neuen aktuellen Infos zum LS22 haltet. Und ja, ob ihr das schon vorbestellt habt, ob ihr den Season Pass auch habt und ja. Würde mich interessieren. Mal 52%, das kann auch ein bisschen dauern, bis wir jetzt erst einmal abdanken. Schauen wir gleich mal. Schauen wir, wie viel wir bekommen für das, was der Ludwig macht. Ich glaube, bei den Hüften, dass ich den spüre.
So, dann haben wir eben wieder das Problem mit der Steigung. Aber das kriegen wir schon zu, damit es funktioniert. Jetzt auch Rabe oder Probe, was das ist. Gibt es A vor. Und der letzte Unfall am auf der Gemeinde. Deiner! Hey, wo ist denn der Herr Faul? Ah, da. Grüß dich. Guten Tag. Eine Frage. Ja? Haben Sie eine Tankstelle am Hof? Warten Sie, das muss vielleicht? Ich gerade selber schauen. Eine Fresse, ich warte gleich. Ja. Muss man hier trainieren? Na, das ist keine Tankstelle. Weil ich wollte jetzt nicht einfach so ihr Hof. Ich muss selber schauen. Sieht, glaube ich, schlecht aus. Ja, dann ist gut. Sonst hätte ich gesagt, wenn sie nur über die Tankstelle Kies haben oder so, also da drunter, dann ja. Müsste ich nochmal zu ihnen kommen. Muss ich Maße ausrechnen und da Betonplatten reinsetzen, weil wenn das alles in den Boden versickert, wenn es mal irgendwie, wenn da Benzin ausläuft oder die, was weiß ich. Ja. Ja, dann scheiße für die Umwelt und so. Ja, da haben wir ein Problem. Ja, deswegen frage ich gerade nach jedem Hof, ja. Ob die eine Tankstelle haben oder so. Na, wir haben mal, glaube ich, leider keine. Wenn ich weitere Infos habe, dann rufe ich sie an. Oh, okay. Jo. Das wäre nett. Mhm. Dann schönen Tag noch. Danke. Ciao. Ciao. Jo, dann machen wir mal weiter mit dem Dreschen. Aber dann würde ich sagen, war's das schon wieder mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne ein Abo und ein Like da. Schreibt gerne einen netten Kommentar und dann schauen wir zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.